So, hallo an alle zur nächsten Let's Play Folge. Ich weiß nicht, ist jetzt, wo du eigentlich dabei bist, oder? Keine Ahnung. Gut, schauen wir dann. Ist ja mehr oder weniger spontan so ein bisschen. Es wollen noch ein paar andere mit rein. Da habe ich auch schon ein paar Leute noch mit vorgesehen. Ja, das ist schon so eine Warteliste, so eine ganz, ganz kleine. Ja, ja, hab da noch ein paar so Leute gedacht. Irgendwo waren wir stehen geblieben jetzt noch. Und zwar, wir suchen dann immer so ein klein wenig vor der Aufnahme, so ein klein, was könnten wir da mal ansprechen noch? Und zwar, du hast ein relativ vielleicht interessantes Thema noch gehabt mit Coda. Erklär nochmal ganz kurz. Ja, vielleicht hat der eine oder andere von euch mal gemerkt, wenn ihr Cola Light trinkt, kriegt ihr eher wieder Hunger, als wenn ihr normale Cola trinkt. Das kommt daher, dass Cola Light euch vortäuscht, dass eurem Körper vortäuscht, dass ihr Zucker bekommt und der Blutzuckerspiegel steigt und dadurch kriegt ihr Hunger. Und das ist dann eigentlich so eher das Gegenteil von dem, was Cola Light ja dann eigentlich bewirken sollte, weil man denkt, okay, ich tue mir was Gutes. Ich trinke jetzt nicht diese vollwertige Cola, wo so viel Zucker drin ist. Aber im Grunde isst man dann verdammt viel und dann ist das eigentlich im Grunde auch wieder zunichte gemacht. Aber mir ist es so, mir schmeckt Cola Light gar nicht mal so wie normale Cola. Ich finde Cola Light absolut widerlich, genauso wie Cola Zero. Das war so eklig in London. Wir stehen am Flughafen. Okay, ich will mir was zu trinken holen. Okay, probieren wir mal Cola Zero aus. Boah, das Zeug hat nach Lakritze geschmeckt. Was? Nach Lakritze? Lakritze? Ja! Schmeckt nach Lakritze. Nein. Okay. Ich habe es jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich probiert. Cola Light kenne ich an sich so, aber du hast gesagt, es täuscht praktisch vor, dass jetzt Zucker kommt und deshalb isst man automatisch oder bekommt man dann mehr Hunger. Aber dann ist ja praktisch so, wie als wenn du normale Cola trinken würdest, weil von der bekommst du ja genauso Hunger, weil das ist ja dann tatsächlich ja echter Zucker. Aber dadurch, dass du von der echten Cola wirklich den Zucker bekommst, wird der Blutzuckerspiegel ja in dem Sinne auch gerechtfertigt. Heißt, du kriegst diese Nährstoffe. Aber es wäre dann schlimmer, wenn dein Blutzuckerspiegel deswegen nicht wieder runtergeht, trotz dass du was isst. War das jetzt überhaupt richtig von der Satzstellung? Also, nee, ich sag mal so, pass mal auf. Ich glaube, da ist irgendwie so ein kleiner Denkfehler drin. Wenn du Zucker einnimmst, dann ist das mit Blutzuckerspiegel das anders. Der müsste dann eigentlich steigen, aber bei Cola Light steigt der eben nicht. Aber es wird halt vorgetäuscht, dass du praktisch Blutzucker bekommst. Und deshalb müsste es eigentlich so sein, dass deine Bauchspeicheldrüse anfängt, Insulin zu produzieren, obwohl du eigentlich gar keins brauchst, weil du ja keinen Zucker aufgenommen hast. Insulin reguliert nämlich den Blutzuckerspiegel. Wenn er zu hoch ist, senkt es das Ganze und wandelt den Zucker, der praktisch im Blut zu viel ist, um in Stärke und legt das in der Leber ab. So funktioniert das Ganze. So, also ich muss erstmal kurz durchsteigen. Ich kenne das noch so ein klein wenig aus Bio. Ich habe mich jetzt nicht drüber informiert oder so. Aber ich würde das mir eher so vorstellen, dass dein Blutzuckerspiegel dann zu niedrig wird, weil dann wird nämlich Insulin ausgeschüttet, obwohl du gar keinen Zucker bekommst. Das heißt, dein Zuckerspiegel ist im Moment gerade auf normal. Es wird Insulin ausgeschüttet, der Zuckerspiegel sinkt. Und zwar unter das Normal, was du eigentlich brauchst. Und dann, in dem Moment, hast du als Folge eigentlich eine Unterzuckerung. Und bekommst dann vielleicht wieder den Drang, wegen der Unterzuckerung Zucker aufzunehmen, vielleicht in Form von Nahrung. Also ein Brot zum Beispiel ist Stärke drin. Und also ihr müsst gar nicht mal zwangsläufig, wenn ihr von der Arbeit seid, euch denken, okay, ich brauche jetzt hier Zucker, ordentlich Dextrose in den Kopf reinschieben, gell? Da braucht ihr gar nicht mal zwangsläufig hier euch Dextrose oder sonst was reinpfeifen. Es reicht auch, wenn ihr morgens einmal gut frühstückt. In normalen Brot ist hier Stärke drin, ziemlich viel, oder in Kartoffeln zum Beispiel. Auch, aber Brot auch vor allen Dingen, worum es jetzt eigentlich ging. Haut einfach euer Pausenbrot rein und der Körper von euch wandelt automatisch dann die Stärke in Zucker um. Das ist genau das gleiche, was in der Leber ist. Da wird Zucker umgewandelt und in Form von Stärke in der Leber gespeichert. Und andersrum könnt ihr auch, wenn ihr Stärke aufnimmt, im Magen wird das dann durch Enzyme, ich glaube, das sind die sogenannten Peptidasen, die könnt ihr gerne mal googeln, wer es mir nicht glaubt, ist nicht erfunden. Peptidasen, die spalten Peptide auf, also im Sinne von Eiweißverbindungen. Und ich weiß nicht, inwiefern Stärke jetzt genau aufgebaut ist, ob es auch ein Eiweiß war oder ob das anderes war, ich weiß nicht mehr genau. Aber du jedenfalls, musst ja auch vielleicht ein Praxisbeispiel noch, um dir jetzt wieder ins Wort reinzufallen. Ihr könnt ja mal versuchen, ein wenig, wenn ihr normales Brot esst, das ein bisschen im Mund zu behalten. Einfach nur so das Brot an sich. Und nach einer gewissen Weile fängt das an süß zu schmecken, weil es auch im Mund Enzyme gibt, also im Speichel, die praktisch die Stärke spalten. Das heißt, wenn ihr ein bisschen auf eurem Brot rumlutscht, sozusagen, okay, kann jetzt vielleicht von der Vorstellung her ein bisschen widerlich sein, aber dann müsste es nach einer gewissen Weile süß schmecken. Also ein bisschen jedenfalls. Ja. Also. Ich bin fertig mit einer Klugscheißrunde. Da ist aber, denke ich,
Da habe ich aber jetzt vielleicht noch etwas einzuwenden. Ja, die bitte? Mittel in der Cola bewirken ja eigentlich, dass dein Blutzuckerspiegel erst ansteigt. Weswegen welche denn? Cola Light? Cola Light oder nicht Cola Light? Cola Light. Nein, die kann doch gar nicht bewirken. Ist doch gar kein Zucker drin. Nein, aber... Wieso soll der Blutzuckerspiegel da anspielen? Zucker ist C6H12O6. Das ist normaler Zucker. Ja, wenn du, okay, jetzt den Traubenzucker nimmst oder welchen... Ja. C12H6O irgendwas, keine Ahnung. C6H12O6. Ja, ich konnte mir die Formelzeichen nie merken. Genauso wie von den Alkenen, Alkinen und Alkanolen. Alkenen, Alkane und Alkene. Das ist jetzt aber was in Chemie, das hat dann gar nichts zu tun. Wir reden gerade von Biologie. Da ist aber trotzdem Formelzeichen dabei. Ja, sehr gut. Und, Das sind aber andere Formelzeichen. Entweder hatte meine Biologielehrerin dann heute einen Denkfehler, oder aber wir haben jetzt gerade einen Denkfehler. Okay, und was hatte die gesagt? Die hat halt gesagt, dass der Blutzuckerspiegel steigt. Der müsste demnach steigen, weil es dem Körper erstmal vorgetäuscht wird, dass er Zucker bekommt. Also nee, ja gut, aber der kann aber effektiv doch gar nicht steigen. Wieso soll der denn steigen, wenn er gar keinen Zucker bekommt? Der bekommt keinen Zucker, warum soll der Zuckerspiegel dann steigen? Vielleicht. Du kannst ja mal fragen. Pass auf, kannst du mal fragen, klärst mit mir auf, dann spreche ich das oder erwähne ich das nochmal in der nächsten Folge oder irgendwie so in der Art, wenn das dann soweit ist. Fragst du mal ganz einfach und sagst, müsste der nicht eigentlich sinken, der Blutzuckerspiegel, weil dann die Bauchspeicheldrüse anfängt, Insulin auszuschütten, obwohl effektiv gar kein Zucker aufgenommen wurde. Weil im Prinzip ist es ja so, dass der Blutzuckerspiegel nur steigen kann, wenn auch tatsächlich Zucker aufgenommen wird. Der kann ja nicht durch einfach so steigen. Irgendwas muss ja passieren. Irgendwo muss der Zucker herkommen. Hokus pokus, Zucker her gibt's nicht so leicht. Das gibt's vielleicht hier bei, keine Ahnung, wo im Schlafenland oder so, aber nicht ganz bei uns. Okay, da hast du auch wieder recht. Weißt du was, ich werde sie einfach mal am Dienstag darauf ansprechen, genau. Weil ich werde sie garantiert jetzt nicht am Wochenende kontaktieren. Nee, musst du doch gar nicht. Du kannst vielleicht noch, wenn sie sagt, oh, da war ein Feld drin, sagen... Kannst du sagen, ja, Spark disst dich oder sowas in der Art. Nein, machen wir nicht. Aber das wäre mir jetzt ein bisschen, vielleicht ist es hier so, dass der ein oder andere Zuschauer jetzt da ein bisschen gerade irgendwas mitgekriegt hat, wenn ich mich vielleicht irgendwie vertan habe, aber das ist jetzt nur von der eigenen Überlegung her. Ich bin jetzt nicht im Thema, habe es nicht nachgelesen oder sowas in der Art. Ich habe auch nicht im Unterricht gehabt oder so, nur von der reinen Logik her. Wenn du Zucker aufnimmst, wird er auch ins Blut aufgenommen durch den Magen, beziehungsweise schrägstrich Darm, was auch immer. Nee, Magen, nicht Magen, beziehungsweise zersetzt durch den Darm. Wenn du den Zucker aufnimmst, dann steigt der Blutzuckerspiegel, weil sich ja mehr drin befindet. So. Wenn du aber jetzt gar keinen Zucker bekommst, sondern Zuckerersatz, was eigentlich gar kein Zucker ist, dann dürfte der Zuckerspiegel auch gar nicht steigen, weil kein Zucker da, also kann auch nicht steigen. Das heißt, es wird vielleicht, der Körper denkt vielleicht, okay, da kommt gerade Zucker, obwohl gar keiner kommt. Dieser wird dann in der Bauch, und dann schüttet die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Und das Insulin sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. Ihr kennt das vielleicht von Leuten, die Diabetes haben. Meistens sind das ältere Menschen, die müssen sich was spritzen. Das ist künstliches Insulin, was von Bakterien produziert wird. Früher wurde es äußerst aufwendig produziert mit Hilfe von Schweinen. Also da haben die mit Hilfe von Schweinebauchspeicheldrüsen das hergestellt. Heute geht es mittlerweile ein bisschen einfacher. Das heißt, wir glaube ich mit Bakterien gemacht. Es gibt insulinproduzierende Bakterien, die... ja, und dadurch wird halt das geregelt. Das senkt das Ganze wieder. Wenn du nämlich zu viel Blutzucker im Allgemeinen hast, dann ist das irgendwie schädlich. Genau kannst du jetzt nicht erklären, jedenfalls Kreislaufproblem oder ähnliches. Zucker ist meistens gut, ist unser Energielieferant. Ohne Zucker würden wir gar nicht leben können. Aber an sich müsste das eigentlich so sein, dass, ja, das eher so ist, dass dann unter Zucker du automatisch wirst. Also vielleicht kann ich jetzt mal so ein bisschen aus... Ja, genau. Nee, frag mal deine Lehrerin und Klugscheißer also, ein bisschen so vor der rum. Gibt bestimmt gute Noten, wenn du es machst. Also nee, die Lehrerin ist mir freundlich gesinnt, das ist... Achso, okay, gut. Ja, bei mir ist das zum Beispiel so gewesen, also ich habe jetzt hier ab und zu mal ein paar Nachrichten noch bekommen. Ja, Sparky, das Thema hat es neulich angesprochen, hat man im Unterricht, habe eine 2 bekommen, ohne zu lernen, also einfach nur so. Oder vom letzten Mal, ich habe es ja nie verstanden, was das mit Gravitation zu tun hat, hat mir gerade in der Schule. Aber dank dir weiß ich jetzt, was es ist, danke. So, okay. Kann passieren, aber... Okay. Gelegentlich rede ich mal gar nicht so einen Unsinn. Man muss halt simpel erklären. Ich meine, wie willst du einem normalen Schüler Gravitation beibringen? Ich glaube kaum ein Lehrer geht hin, nimmt ein Seil, schnappt sich hier so einen Stein und schleudern sie über den Kopf. Also kennst du so einen... Nimmst du so nicht. Ich weiß nicht, hast du das verstanden? Das hast du auch angesprochen. Gravitation, was das ist? Ja, also ich meine jetzt, was ich in der letzten Folge erklärt habe mit schwarzen Löchern. Ach so, ja.
Also ich habe halt nebenbei meine Hausaufgaben gemacht, das ist ein bisschen... Ach so, ja, ja, gut. Das mache ich immer. So eine Art Praxisbeispiel, dass man sich gut vorstellen kann. Da gehst du einfach hin, hier nimmst einen Stein, nimmst ein Seil, bindest einen Stein dran, schleuderst ihn zum Kreis um deinen Kopf rum. Da kannst du dir genau schon vorstellen, wie das ist mit Erde und Mond zum Beispiel oder mit Sonne und Erde. Die Faust bist in dem Fall du, die Erde, und der Stein, der aus dem Hof fliegt, ist der Mond. Du hältst ihn mit deiner eigenen Kraft auf der Bahn drauf, aber der hat auch eine Fliehkraft und will eigentlich weg. Und du hältst ihn drauf. Und das ist halt dann mehr oder weniger die Massenanziehung, / Gravitation eigentlich auch. So eine gewisse Sache. Und jetzt geht's noch ganz hoch ins Technische. Jetzt wird sich schon drüber gekloppt mit mir, ob Licht jetzt eine Masse hat oder nicht. Viele meinten, nein, Licht hat eigentlich keine Masse. Aber doch, es wurde nachgewiesen, experimentell, dass Licht einen Impuls überträgt. Beim Aufprall zum Beispiel. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Aber ich glaube noch sehr wahrscheinlich war es, mich daran erinnern, dass Licht bei einer Impulsübertragung hat. Das heißt, bei irgendeinem Experiment oder so, was wir gemacht haben, es kam mir so ein bisschen okay vor. Deshalb habe ich mir das irgendwie gemerkt. Aber genau erklären weiß ich, könnte ich jetzt auch nicht mehr, woran, welches Experiment das war. Aber Licht müsste eigentlich einen Impuls übertragen. Jemand hat gemeint, die Stadt Detroit würde bei Sonneneinstrahlung 130 Kilogramm mehr wiegen. Okay, wie das jetzt bestimmen ist, sage ich jetzt mal, also wie man das berechnen kann, das wüsste ich jetzt nicht. Aber kann vielleicht sein, durch die Impulsübertragung. Das ist vielleicht berechnet durch die Fläche, die Detroit eigentlich hat, und dann die Sonneneinstrahlung, wie das ungefähr ein Impuls umzurechnen wäre. Ja, also mit Physik. Ja, dann kommt es wieder hier um Ruhemasse und relative Masse, weil die Ruhemasse von Licht kannst du ja nicht bestimmen, weil Licht bewegt sich ja immer. Ich meine, das kannst du ja nicht anhalten, du kannst ja nicht hingehen, Licht fangen und jetzt mal wiegen. Es geht nicht. Licht ist immer in Bewegung und Creeper ist immer vor meinem Haus. Das heißt, da kannst du... Sag nur Jack-O-Lantern. Sag nur Jack-O-Lantern. Ja, warum ziehen die denn Creeper an, bitte? Ach, wieso? Das hatten wir auch mit Glowstone. Ich höre gerade meine Mutter im Hintergrund schreien. Das ist zum Kotzen. Bei mir sind alle... Ich so, das hat jetzt gerade perfekt gepasst. Danke. Jetzt gerade im Moment war es echt perfektes Timing. So, es ist zum Kotzen. Gut. Ah, schön. Da fällt mir noch was Lustiges ein mit perfektes Timing. Kennst du das Video, was ist denn mit Carsten los? Nein. Okay, What's wir this? Im Computerraum, Paula hat mal wieder... Oh, ich würde nicht so viele Namen raushauen, du bedenkst, du hast hier gerade 5000 Zuschauer. Person X! Ihr habt's nicht gehört? Guckt sich ein Video an. Ja. Okay, unterhält sich diese Person normal mit jemandem, rennt auf einmal wie am Spieß los gegen eine Wand und fällt dann in die Stühle rein. Okay, 6. Stunde haben wir Physik. Was, ein Bogenschütze? Nein, Skelett, kein Bogenschütze. Das sind Skelette. Wieso Bogenschütze? Okay. Ich weiß nicht, das Wort hat sich so eingeprägt bei mir. Ja, ich weiß auch von wem. warte, wo war ich? Ach, genau. Dann sollte mein jetziger Sitznachbar nach vorne gehen, was erklären, weil er im Unterricht gerade nicht aufgepasst hat. Hat unser Lehrer nur nicht mitgerechnet, dass er eigentlich ziemlich gut ist. Und unser Physiklehrer rennt durch den ganzen Raum außenrum und reißt die Gardine zu. Und Person X sagt dann wieder, was ist denn mit Carsten los? Und unser Lehrer hat die Pointe einfach nicht verstanden, steht da einfach nur, hä? Aber die gesamte Klasse schreit sich weg, weil wir an das Video von vorhin denken mussten. Das, oh, so ein Moment, das ist so episch. Okay, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber egal. Wenn du das Video siehst, du schmeißt... Schick mir einen Link, ganz einfach. So. Schade, dass wir von unserem Lehrer da kein Video machen konnten. Weil unser Lehrer hat eigentlich auch schon ziemlich eine Meise. Also der ist ziemlich lustig drauf. Und das hat einfach so ultimativ gepasst, dass es, ja. Also ein Kumpel von mir, der hat mal einem Lehrer einen Witz erzählt, da hat der Lehrer sich weggeschmissen. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war sein Mathelehrer damals, der hat Realschule nachgemacht gehabt, ne? Und da hat er ihm so erzählt, als Witz oder einfach so, neulich hat ein Kumpel zum anderen gesagt, gestern ist der Papst gestorben. Und dann fragt der Lehrer andersrum, dann sagt der andere, und was hat er gedroppt, so nach dem Motto. Also so übelst zockermäßig, und der Lehrer hat das sofort kapiert und er hat sich so bepisst vor Lachen im Moment. Ja, stell dich mal vor. Und was hat er gedroppt? Das muss man erstmal bringen. Einige Leute haben meinen Rat beherzigt und das mit der Fachterminologie mal versucht beim Lehrer anzuwenden. Die haben alle verdutzt geglotzt, habe ich gehört. Nicht gekotzt, verdutzt gekotzt. Nein, geglotzt. Meine Mathelehrerin auch.
Hast du gemacht? Wir sind, glaube ich, alle fünf in der Klasse Zocker. Okay. Ja, wir sind fünf Leute nur. Ne? Ja. Könnt ihr mal sehen, was für ein Special. Ja, ich habe gesagt, sie wohnt am Arsch der Welt. Sie hat nur fünf Leute in der Klasse. Ich bin das einzige Mädchen, verdammt. Ja, trotzdem am Arsch der Welt. Ja, auch noch. Hey, da ist meine Liege. Ja. Jetzt bin ich gerade fasziniert. Okay, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich kann jetzt diesen Namen der Lehrerin nicht sagen, aber die guckt ist immer so wie so ein Wiesel und. Wie so ein Wiesel. Ja, und dann sind wir da kurz vor Beginn der Stunde. Wir hatten eine Doppelstunde Mathe. Hast du sowas? Och, hab ich ständig. Und wir reden gerade über Modifikationen für Skyrim. Und, der ganz am Fenster sitzt, der hat mir versucht, ein paar Modifikationen da aufzuzählen. Und meine Lehrerin glotzt mich nur an. Was für ein Ding? Und dann hatte ich das halt gebracht mit dieser Fachterminologie. Die guckt mich einfach nur an mit einem Gesichtsausdruck so. Dieses Wüstengebüsch und dann dieses Zirpen. Das hat irgendwie. Was nochmal, dieses Wüstengebüsch? Was wo? Also, du weißt doch immer, dieses Wüstengebüsch, was so durch die Gegend rollt. Ach so, ja. Von Wüstengebüsch und Zirpen, so gesichtsausdruckmäßig. Ja, gut. Ja. Aber schön, dass du dich dran erinnert hast. Ja, es scheint wohl ziemlich gut anzukommen. Waren noch ein paar andere, bei denen war das auch so passiert. Ja, ganz nice. Aber hat sich gelohnt, das zu bringen, oder? Ich nehme an, sie war ziemlich begeistert. Die Lehrerin ist eigentlich auch so ein bisschen abgedreht, also genauso wie der Mathe- und Physiklehrer. Vielleicht haben das alle Mathelehrer bei uns. Sollte man mal eine Theorie drüber aufstellen. Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall sind wir weit über dem Folgenlimit drüber. Weißt du, wenn du noch was hast, dann kannst du. Doch, wir sind schon bei 17 Minuten fast. Also ich habe jetzt gerade nichts mehr. Hast nichts mehr. Improvisiert. Ich würde sagen, dann lasse ich, glaube ich, mal jemand anders noch mit rein. Also, ne, so. Als Gast war es jedenfalls erstmal dabei. Hoffen wir, das war so okay. Hast ja gedrängt. Ich will. Oh Mann, sei doch nicht so gemein. Hallo, ich zitiere, ne? Ja. Ja. Ich will. Weh, du tust nicht, dann wirst du schon sehen, ja, genau, was du davon hast. Als ob ich dich zu etwas zwingen könnte. Und wieso läufst du unsinnig auf dem Zaun rum? Keine Ahnung, ich versuche irgendwie die restliche Zeit, die wir jetzt praktisch für den Abschied nutzen, irgendwie sinnvoll zu überbrücken. Den ich versuche hier rumzujumpen. Das ist meine neue Jump-Map. Ja, habe ich im LP gebaut. Nur ich komme irgendwie so ganz hoch. Man kann über den Baum hier hochjumpen aufs Dach, gell? Das ist praktisch mein Dachzugang. Joi, so. Brauchst noch Regenrinnen. Regenrinnen? Mach die mal. Ja. Oder crafte die mal. Nein, danke. Naja, gut. So, dann wäre es das gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer noch da ist, weiß nicht. Lange Folge, harter Tag. Sitze ich mal beschwert wegen den. Ja, ich will wieder die 2x10 Minuten zurück. Es geht nicht wirklich so. Verhältnismäßig, also zeitlich begrenzt, ist im Moment echt hart. Studium und so. Aber es gibt ja bald Semesterferien. Muhaha. Okay, jedenfalls, da ist noch ein bisschen hin. Irgendwann dann im Februar, da habe ich ein bisschen frei dann. Gucken wir mal. Da habe ich auch 2 Wochen. Können wieder rausknüppeln ohne Ende die ganze Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Beende die Folge mit einem tropischen Bild von hier oben und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Let's Play-Folge und tschüßen. Los, komm, sag auch noch tschüss. Und okay, tschüss. Los, tschüss.